Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession. Und weil sie das anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent oder die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Liebe Laraina, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt in Teil 2 gehen wir auf den Wesentlichen, nämlich dein Geburtshoroskop-Analyse. In diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat, hier auf die Erde leben. Du bist ein Kind davon und das begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Dein Lagna oder Aszendent ist Jungfrau. Die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört zum Erdeelement. Und Erdeelement zeigt die Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Bei Jungfrau kommt die Ordnung noch dazu und auch das Denken, dieses kluges Denken und Beobachten etwas, unterscheiden und trennen von Spreu von Weizen. Manchmal kann das auch kritisch sein, nicht nur anderen gegenüber, sondern hier bei Aszendent bedeutet auch dir selbst gegenüber. Jungfrau ist eher bescheiden und mag eher im Hintergrund zu sein. Und das entspricht deiner Persönlichkeit, diese Zurückhaltung. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, die Selbstwertgefühl und Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Und energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, und das ist die Denkmuster, dann hat auch nicht verdient, hat immer weniger Geld. Stattdessen sollen wir die Sätze verändern. Ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Und dadurch verbessert das Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen. Hier hast du die Waage. Die Waage hält alles im Gleichgewicht. Und bei Finanzen ist es auch wichtig, im Gleichgewicht sein, Einnahme und Ausgabe im Gleichgewicht. Und als Jungfrau Aszendent ist klug natürlich die Buchhaltung. Außerdem, die Waage liebt das Schöne. Und du neigst dazu, auch mal Geld ausgeben für schöne Dinge. Aber wie kannst du Geld einnehmen? Das kann natürlich auch die Waage auch ein Hinweis sein durch deine kreative Art. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit.
Wie hast du das erlebt? Hast du da Schwierigkeiten gehabt? Nicht nur das Lernen, sondern der Umgang mit Geschwistern, mit anderen Kindern. Wenn du das damals gelernt hast, dich durchzusetzen, das hilft dir in späteren Jahren. Aber wenn da schwierig war, dann heißt es, dann muss im Erwachsenenalter lernen, uns zu behaupten und zum Durchsetzen. Außerdem zeigt der dritte Lebensbereich auch Wissen vermitteln, Wissen annehmen, Information, eine Art Austausch, auch Medien, Kommunikation. Hier hast du die Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit Gefühlen was zu tun. Und hier besteht eine Transformation, die Gefühle. Das vergleiche ich mit der Kundalini-Energie. Und diesem Kundalini-Energie und diesem Energiefeld haben wir sogar in unserem Körper, wird mit zwei Schlangen in Verbindung gebracht. Und die eine Schlange symbolisiert die negativen Gefühle und die andere Schlange symbolisiert die positiven Gefühle. Und die eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz klare Trennlinie. Es ist auch nicht gut, das zu vermischen. Für positive Gefühle gehören Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Das kommt von Gott und das ist eine schöpferische Energie. Die negativen Gefühle sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Eifersucht, Neid und Hass. Das kommt nicht von göttlichen Quellen. Neid und Hass sind die tiefsten Gefühle. Es ist auch zerstörerisch. Aber es gibt andere negative Gefühle, die sind zwar nicht zerstörerisch, aber blockieren uns. Und dazu gehört Angst, Schuldgefühl, Zweifel, auch Wut. Und diese Gefühle kennen wir alle. Jeder kennt auch mal Angst. Jeder ist mal wütend, jeder ist mal zweifelt an etwas. Wir kennen diese Gefühle. Und da bewegen wir uns in eine Grauzone. Das heißt, wenn wir uns einlassen in Gefühlen wie Angst, dann öffnet sich Pandoras Büchse und die trojanische Pferd kann jederzeit reinkommen, das zeigt Schwäche. Und die Skorpione zeigt diese Prozesse, die Gefühle zum Transformieren. Und da hast du Erinnerungen an die Kindheit und die Schulzeit, verletzten Gefühle oder Angst oder an dir selbst zum Zweifeln. Und das Aufräumen auf diesen Gefühlen. Wenn die Angst da ist, das können wir nicht unter dem Teppich kehren. Aber wir können von Angst verabschieden. Und dazu empfehle ich zwei Methoden. Einmal das mit Humor nehmen. Begrüßen, guten Morgen, liebe Angst. Wie schön, dass du wieder da bist. Ich brauche dich aber nicht. Und ich mache die Türe zu und tschüss. Das erleichtert uns. Oder die andere Methode ist sofort umdenken an etwas, was uns zum Lachen bringt, um etwas, was uns begeistert,
dann haben wir ein anderes Gefühl und übergehen wir auf die positiven Gefühle. So löst sich dieses Problem. Und diese Wandlung, dieser Erneuerungsprozess zeigt hier die Skorpion zum Lernen und da sind auch die Erinnerungen. Hier im vierten Lebensbereich ist die Wurzel des Baumes. Ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum. Hier fühlen wir verwurzelt, verankert. Das sind unsere Herkunft, unsere Traditionen, unsere Ahnen. Und das gibt uns Halt im Leben, auch unserem Zuhause. Und das zeigt sich hier, dieses Bild. Und steht diesem Lebensbereich auch für Immobilien, alle Art von Immobilien. Außerdem, weil das ist die Wurzel des Baumes, hier ist die Basis, die Fundament. Und auf diesem Fundament wird alles aufgebaut. Und hier hast du die Schütze. Die Schütze gehört zum Feuerelement. Und die Feuerelement symbolisiert die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und die Schütze kann man auch begeistern von vielen. Dann wird Jupiter hier. Und Jupiter gibt auch diese optimistische Haltung und vergrößert es auch. Und diese Neigung ist da, oh, da muss noch was Besseres sein. Und verliert die Schütze die Orientierung. Aber dieser Pfeil zeigt etwas Wichtiges, weil das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und energetisch ist in diesem Bereich sind unter unseren Wünsche. Und wenn das die Orientierung ist, dann haben wir auch Ziele. Orientierung in unserem Leben. Und das ist die Basis. Außerdem, die Schütze steht in Verbindung zum Bewegung, wie Auto oder Sport, aber auch Reisen, Ausland und Auslandsverbindungen. Aber auch eine innere Reise, die Suche nach Göttlichen und da die Orientierung. Das kann für dich die Basis sein. Erstens ist möglich Immobilien im Ausland und die Spiritualität und die Glaube an das Göttliche, das gibt dir die Basis, das gibt dir die Orientierung. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Das sind auch Erinnerungen an die eigene Kindheit, auch das innere Kind. Und das sollen wir auch stärken, unserem inneren Kind. Immer wieder mal sagen zu uns selbst, das hast du so gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Weil diese Sätze stärken uns innerlich. Hier im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Und das bedeutet nicht nur unserer eigenen Kindheit, sondern auch unseren Kindern, Enkelkindern, da die Verbindung. Und von Kindern können wir lernen. Mal beobachten, wie sie spielen. Und diese spielerische Art, diese Unbeschwerte brauchen wir im Leben. Dann verspüren wir die Lebensfreude, diese schöpferische Kraft in uns. Und in diesem Bereich hast du die Steinbock. Eine sehr schwere Kindheit, das kann ich sagen. Steinbock ist nicht einfach im ersten Lebenshälfte. Das gibt aber deine Stärke. Das heißt, das hat auch einen Sinn gehabt. Wahrscheinlich ein ganz strenges Elternhaus, auf die Traditionen beruht. Und da hast du die Pflichten gehabt. Natürlich kennst du das. Und das brauchst du in späteren Jahren aber auch. Aber versuch jetzt als Erwachsenen, entdecken diese Lebensfreude oder etwas schöpferisch gestalten im Leben oder mal schlicht einfach den Tag schöpferisch gestalten oder mal ein bisschen albern sein, schadet auch nicht.
ein bisschen zum Lachen kommen, weil du brauchst diese Leichtigkeit. Im sechsten Lebensbereich ist die Alltag, die Arbeit und Gesundheit. Diese Themen gehören in diesen Lebensbereich und hier hast du die Wassermann. Das Zeichen Wassermann gehört zum Luftelement und das, was dich gesundheitlich unterstützt. Und die Luftelement zeigt Leichtigkeit. Brauchst diesen Atem und auch diese Leichtigkeit. All das, was dich bedrückt, all das loslassen, damit du endlich aufatmen kannst. Außerdem die Tierkreiszeichen Wassermann zeigt auch dieses Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und das erlebst du im Alltag. Du hast immer wieder mal ungewöhnliche Begegnungen, außergewöhnliche Lebensumstände. Und wenn du im Alltag so begegnest mit anderen, auch zeigt, dass du auch einzigartig bist und komm zu dieser Leichtigkeit. Jetzt schauen wir nochmal dein Aszendent an, Jungfrau. Und ich wiederhole mich, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Fische in Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Aber in dem Moment der Geburt ist noch im selben Ebene und wir schauen in diese Richtung, in Westhorizont. Und hier entdecken wir einen Spiegelblick und da ist unser Seelenpartner. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kinder bis etwa dritten Lebensjahr noch diese Erinnerungen haben. Dann nicht mehr, weil das geht nach unten wie ein Sonnenuntergang. Und die untere Teile des Horoskops symbolisiert das Unbewusste und das obere Teil das Bewusste. Und hier hast du die Fischen. Und die siebte Lebensbereich, diese Tor zum Liebe, Partnerschaft, öffnet sich mit Zeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört auch zum Wasserelement. Also handelt sich wieder um Gefühlen. Und wenn wir das betrachten, diese Zeichen besteht aus zwei Fischen, und die schwimmen im Wasser und das symbolisiert unseren Gefühlen. Die eine Richtung ist die ständige Angst, Zweifeln an etwas oder Zweifeln an sich selbst oder hier bei Thema Liebe, Partnerschaft, Zweifeln an die Liebe. Und dann kommt die Selbstmitleid dazu. Man erzählt das und andere leiden auch mit. Man bekommt Aufmerksamkeit, bisschen Streicheleinheiten. Und ich glaube, es gibt viele Fischengeborenen, die das sogar genießen. Aber eins merken sie nicht, dass das nichts mehr vorangeht, weil die Angst ist ständig da und das blockiert. Und die Probleme werden immer größer. Und die Gefühle, das zieht immer mehr nach unten, bis zum Depressionen, bis zum Alkohol, bis zum Drogenabhängigkeit. Das ist dann die Endstation. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber das zeigt die eine Richtung. Die andere Richtung ist die andere Fisch. Und hier ist die Reichtum verborgen. Auch die finanzielle, auch die geistige Reichtum. Und in diesem Tierkreiszeichen herrscht Jupiter, bringt auch Glück. Jupiter ist der große Glücksplanet. Und dann kommt noch Neptun dazu. Neptun zeigt unsere Träume.
Und die Richtung heißt, leb deinen Traum. Hier bezüglich auf Partnerschaft. Leb deinen Traum. Du brauchst aber eine Vorstellung davon, ein Bild davon. Und diese Bilder, diese Vorstellung pflegen, Aufmerksamkeit lenken, Energie lenken auf diese Richtung. Und das manifestiert sich. Und wenn du das glaubst und das vertraust, dann wird das auch Realität. Das ist die ganze Geheimnis, weil das zeigt dieses Urvertrauen hier. Das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und in deinem Horoskop ist das der Bereich Liebe, Partnerschaft. Im achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Tod, mit Todesfällen, mit Erbschaften auch etwas zu tun. Aber hier im achten Lebensbereich herrscht Pluto. Und Pluto zeigt weniger das Tod. Er zeigt zwar, dass etwas absterben muss, aber das kommt wie ein Neugeburt, diese Erneuerungsprozesse. Und genau das erleben wir im achten Lebensbereich. Mal ein tiefer, erholsamer Schlaf. Oder wie sich die Zellen sich erneuern. Aber auch wie unsere Persönlichkeit sich erneuert. Das sind wie alchemistische Prozesse. Was haben die Alchemisten gemacht? Sie haben versucht, die Metalle veredeln. Mit dem Ziel, Gold gewinnen. Und Gold als Edelmetall steht mit Sonne in Verbindung. Und Sonne symbolisiert unserem Selbst und steht in Verbindung zu unserem Herz. Wenn wir unserem Herz folgen, alles, was in unserem Herzen geschrieben ist, all das, was wir lieben, unserem Hobby oder Natur oder Kunst oder Sport oder Liebe, Partnerschaft, das stärkt unserem Herz, macht uns glücklich und leben wir unserem Selbst. Und das sind diese alchemistischen Prozesse. Wir veredeln unseren Gefühlen und wir veredeln unseren Charakterzüge dadurch. Und dieser Prozess findet sich hier im achten Lebensbereich und zeigt all das, was im Leben enthält, die wiederkehrenden Zyklen oder die Erneuerungen in unserem Körper, wie sich die Zellen sich erneuert oder dieser erholsame Schlaf und auch Sexualität, weil das gehört auch dazu, das Leben damit das Leben erhalten bleibt. Hier hast du die Widder. Und das heißt, dein Prozess, Kraft zu zeigen und Mut zu zeigen, dich behaupten im Leben. Und wenn du das aneignen kannst, mutig zu sein, etwas wagen, und hier ist auch Feuerelement, all das, was dich begeistert, dann bringt das dich voran. Diese Bewegung brauchst du. Und wenn ich jetzt dein Geburtshoroskop, die Elementenverteilung betrachte, Feuerelement, das ist Bewegung, das ist Leidenschaft, das ist Begeisterung, das ist Kraft und Mut. Oder die Erde-Element, das gibt die Sicherheit, Stabilität, Struktur, hat auch mit Materie was zu tun. Und dann Luft-Element, die Leichtigkeit, die Ideenreichtum, auch Kommunikation. Und das Wasser-Element, das symbolisiert dann die Gefühle. Wenn ich diese Elemente betrachte in dein Horoskop bis Saturn, weil mit Saturn schließt sich die persönlichen Planeten, Uranus, Neptun, Pluto gehört nicht dazu. Aber wenn ich die Planeten betrachte bis Saturn und dein Aszendent, dann erkenne ich, dass Sonne, Merkur, Venus, Saturn ist im Erdeelement, Mond und Jupiter ist im Luftelement und Mars ist im Wasserelement und du hast keinen Planeten im Feuerelement.
Und hier ist wichtig diese Art von Transformation, dass du die Feuerelement entdeckst. Noch einmal, Feuerelement bedeutet Kraft. Feuerelement bedeutet Begeisterung. Feuerelement bedeutet auch Mut, aber auch Bewegung in die Richtung, was dich begeistert, wo du sagst, das ist meins, da bin ich mit Herz und Seele dabei, mit Feuer und Flamme. Ich tue auch etwas. Und das, was du brauchst, hier sind diese alchemistischen Erneuerungsprozesse. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen. Nicht nur Ausland und Auslandskontakte, sondern auch die inneren Reise. Und das bedeutet Spiritualität oder religiösen Themen. Wobei ich denke, das hängt zusammen, weil wir können gar nicht ohne Gott spirituell sein. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Stier. Und das kann für dich bedeuten, Besitz haben im Ausland oder dass du da die Ruhe findest, diese Gemütlichkeit. Auch kann das auch Urlaub sein. Du genießt das einfach. Stier genießt das Leben und du genießt diese Reisen. Und natürlich, die Stier bedeutet auch die Ruhe und eine meditative Haltung. Findest du auch die Ruhe in dir und entdeckst du auch wertvolle Dinge. Stier steht auch zum Werten. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Das ist die Krone des Baumes. Und hier zeigt sich Ansehen, Anerkennung und Respekt. Wie bekommen wir das? Oder gibt es auch Themen wie, wie erreichen wir unsere Ziele? Haben wir überhaupt Ziele und welche Schritte sollen wir tun? Und hier haben wir auch das Thema Berufung und hier hast du die Zwillinge. Und was hilft dir, Anerkennung zu bekommen? Was hilft dir, deine Ziele zu erreichen? Was hilft dir, Berufung ist vielleicht nicht mehr so gefragt, aber Ansehen, Respekt bekommen von anderen oder eine Tätigkeit, was dich wirklich auch begeistert und sagt, oh, ich bin aktiv und so begeistert. Das Spielerische, Zwilling zeigt das Spielerische, auch das Wissen, auch Austausch, Kommunikation, diese Neugier, viele Dinge entdecken im Leben. Und damit die Zwillinge zu verstehen, erzähle ich dir die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Königin Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und sie wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger und gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Kastor sterben musste und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben, ich kann doch meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden im Himmel gesetzt und sie läuten im Zeichen Zwillinge. Kastor und Pollux. Diese Geschichte erzählt uns, dass wir eine Seele haben. Und unsere Seele ist in unserem Inneren. Und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Also wir haben diese göttliche Funke in uns. Und das ist wirklich unsterblich. Und das zeigt Pollux.
Wir haben aber einen Lebensweg, einen Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat, hier auf die Erde. Und das ist doch begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unserem Geburt, und hat auch ein Ende, das ist unserem Tod. Das ist die Teilmenschlichen, das ist Castor. Aber die beiden sind doch miteinander verbunden. Und wir finden unsere Seele in unserem Inneren. Dann erkennen wir doch, dass wir Kinder Gottes sind. Und das schenkt uns Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit brauchst dazu, erstens deine Ziele zu erreichen, zweitens, dass du Anerkennung bekommst oder mal Bewunderung bekommst, dass du wahrgenommen bist oder Respekt bekommst. Hier im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen, weil die unterstützen uns. Aber auch die sozialen Kontakte. Hier hast du Krebs. Krebs ist eher zurückhaltend, vielleicht ein bisschen vorsichtig auch. Und das erlebst du in dem Bekanntenkreis, Freundeskreis. Aber wie erreichst du deine Wünsche, deine Träume? Die Krebs ist wie ein inneres Zuhause. Das ist die Zuhause für unsere Seele. Das ist wie ein inneren Tempel. Und das sollen wir auch besuchen, zurückziehen, meditieren, unserer Seele kümmern und das mal vorstellen, ein schöner Ort, wo wir Ruhe finden. Das kann eine Blumenwiese sein oder ein Wald oder ein gemütliches Wohnzimmer oder tatsächlich ein Tempel. Jeder hat andere Vorstellungskraft. Und dann kommen wir zur Ruhe und dann sind wir in Verbindung mit unserer Seele. Und das ist eine Quelle und hier sprudelt etwas. Das ist unsere Intuition. Und wenn das fließt, dann können wir uns inspirieren lassen. Und damit du deine Wünsche lebst, brauchst du diesen Rückzug. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Aber nicht nur das, sondern alle Geheimnisse. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, ist auch hier verborgen, auch karmische Themen und auch geheime Feinde. Und hier hast du die Löwe. Löwe liebt eigentlich die Glanz. Löwe muss im Mittelpunkt sein. Hier ist aber im Schattenseite, mehr im Verborgenen. Ich glaube, du liebst diese Zurückhaltung. Du möchtest nicht protzen und möchtest auch nicht immer im Mittelpunkt sein. Das stört dich eher. Aber eine gewisse Stärke brauchst du auch. Und du findest deine Stärke, wenn du immer wieder mal zurückziehst und zur Ruhe kommst. Und wenn du deine Feinde, falls du Feinde hast, dann kannst du mit dieser Löwekraft auch mal brüllen und so deine Feinde besiegen. Sonne befindet sich in Jungfrau. Hier bei deinem Aszendent. Und das war die Zeit, die Sonnenaufgang. Und hier wirkt auch die Jungfrau. Und all diese Eigenschaften, was ich erwähnt habe bei Aszendent, gilt auch hier für die Sonne. Mond hat einen Bezug zu deinen Gefühlen. Symbolisiert das Unbewusste, symbolisiert die Gefühle. Und das hast du hier im Waage. Dein Gefühl braucht immer die inneren Gleichgewicht. Außerdem, du hast ein gutes Gefühl für das Schöne, weil für dich ist das wertvoll. Hier sind die Werte. Mars befindet sich in Skorpion. Mars ist die Kraft. Und mit diesem Kraft setzen wir alles in Bewegung. Und Mars ist der Planet, womit wir uns behaupten können. Du hast einen sehr starken Mars, weil Mars herrscht über Skorpion und Mars herrscht auch über Widder, aber auch über Skorpion.
Das ist der Herrscherplanet über die Skorpion. Und das zeigt deine Stärke. Erinnere dich an die Schulzeit. Hast du diese Mars-Energie gelebt? Könntest du dich wirklich durchsetzen, auch mal laut werden? Hast du dich da behauptet, Stärke zu zeigen? Wenn du das damals könntest, dann hast du wirklich diese Mars, diese gute, starke Mars auch genützt. Aber wenn du eher zurückhaltend warst und dazu neigt die Jungfrau und hast das nicht getraut, dann wurde diese Mars-Energie gar nicht genützt. Dann kommt das später im Erwachsenenalter. Das Leben herausfordert dich, dich zum Behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalinnen. Wie auch immer, das ist die Kraft, was du brauchst, dich durchsetzen oder durchsetzen bei Verwandten oder Nachbarn. Mars bedeutet auch der Mann. Und dieser Mann soll gefühlsvoll sein, das ist Skorpion, und auch leidenschaftlich. Das ist auch Skorpion-Energie und auch ein bisschen geheimnisvoll. Merkur befindet sich im Jungfrau. Merkur herrscht über die Zeit der Kindheit und Jugend. Und wenn hier im Aszendent, wo auch dein Aussehen zeigt, das ist eine Botschaft, dass du jünger ausschaust, wie du bist. Natürlich ist das ein großer Vorteil. Außerdem zeigt Merkur hier, dass du handlungsfähig bist und dass du intelligent bist. Außerdem, Merkur ist sehr stark im Jungfrau, weil Merkur herrscht über die Jungfrau. Also wieder ein ganz, ganz starker Planet und das gehört sogar zu deiner Persönlichkeit. Jupiter ist rückläufig im Horoskop. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit. Entweder die Kindheit oder Karma. Und wenn wir karmisch über Vergangenheit reden, dann bedeutet das all das, was im früheren Leben passierte. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit, zwar die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Weil alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns zurück. Jupiter zeigt auch religiösen Themen und auch Weisheit, einer höheren Bildung und zeigt unsere Größe. Weil Jupiter hier rückläufig ist, zeigt, du bist mit deinen Größen und mit deiner Weisheit gar nicht bewusst, weil das wurde nicht gestärkt in Vergangenheit. Und das ist die Aufgabe, das zum Entdecken. Jupiter ist hier im Wassermann. Und wenn du dich kleiner fühlst, als du bist, und du glaubst nicht an deine Weisheit, das kränkt auch. Das kann auch die Ursache sein für bestimmte Erkrankungen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass das Krankheit auslöst, überhaupt nicht. Jupiter hat sogar diese optimistische Haltung und bringt auch Glück. Also das ist nicht, war nicht meine Absicht, aber das auch mal so sehen, dass jede Krankheit hat auch eine Ursache. Und hier hast du schon dieses Thema zu verstehen, mit deiner Weisheit und mit deinen Größen auch bewusst sein, weil das wurde dir nicht gespiegelt in Kindheit und auch nicht im früheren Leben. Venus ist die weibliche Planet, zeigt uns Frauen. Mars ist der Mann, Venus ist die Frau und ist eine weibliche Energie und symbolisiert auch Liebe, aber nicht nur das, sondern auch Kunst, Kreativität, auch Harmonie. Und Venus befindet sich hier im Jungfrau. Das ist interessant. Jungfrau ist sehr kritisch,
auch anderen gegenüber, auch selbst gegenüber. Venus braucht aber die Harmonie. Und das kann bedeuten, dass du diesen kritischen Blick hast, aber damit alles schön harmonisch bleibt, sagst lieber nichts und bleibst eher zurückhaltend. Auch deine Venus-Energie, deine Weiblichkeit, was eigentlich möchte wahrgenommen werden, die Jungfrau versucht es sogar auch zu kritisch betrachten. Und hier geht es nicht darum, ich bin nicht gut genug, sondern hier geht es darum, ich bin nicht so schön wie andere. Man neigt dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Aber das kann man nicht, weil du bist einzigartig und du bist außergewöhnlich. Und diese Venus-Energie in jedem Fall wird wahrgenommen, weil das gehört zu deiner Persönlichkeit. Das ist Schönheit und eine jugendliche Ausstrahlung, auch eine gewisse Unschuld in dir. Und das bekommt auch Bewunderung. Und diese Schönheit, dir ist das vielleicht nicht so bekannt oder bist damit nicht bewusst, aber andere nehmen das wahr. Weil du strahlst es aus. Das gehört zu deiner Persönlichkeit. Hast du auch einen sehr guten Geschmack. Das ist dezent, das ist Jungfrau, das ist nicht so auffallend, aber hast einen sehr guten Geschmack. Saturn ist der Planet, der Schicksal und hütet die Karma. Saturn lenkt auch unserem Schicksal und belehrt uns. Im jungen Jahren ist sehr streng. Sehr, sehr streng und wir erleben als wie Abgrenzung. Wird auch Grenzen gesetzt, muss man das so sagen. Im zweiten Lebenshälfte wirkt sehr angenehm, weil es sorgt dafür, dass der Sicherheit, Stabilität kommt in unserem Leben. Das zu verstehen, erkläre ich Saturn astromedizinisch. Dann versteht man die Essenz von diesem Planet. Saturn herrscht über die Knochen, über unserem Skelett. Das gibt uns Halt. Saturn herrscht auch über unserem Haut. Das grenzt ein die äußeren Einflüsse, also diese Eingrenzungen, das hat dieser Saturn-Prinzip. Aber das ist für uns Schutz, so wie die Haut schützt uns von äußeren Einflüssen. Saturn hat auch diese Schutzfunktion. Außerdem, unsere Haut bringt unseren Körper in Form. Und das ist die Prinzip Saturn. Halt zu geben, ein bisschen Eingrenzung, ja, aber das schützt uns, damit etwas wir in Form bringen. Und diese Saturn-Energie hast auch hier im Jungfrau. Und das wirkt auch deine Persönlichkeit. Im jungen Jahren ist sehr streng. Und so könnte ich das vorstellen, ein sehr strenge Elternhaus. Und du dürftest es wahrscheinlich deine Persönlichkeit gar nicht so leben, wie du das leben wolltest. Aber in zweiter Lebenshälfte unterstützt dich Saturn, weil du bringst dein Leben in Ordnung und du bist sehr ernsthaft und so bist du auch wahrgenommen. Interessant ist es auch, dass Merkur zeigt, die Jugend, die jugendliche Frische, auch eine jugendliche Ausstrahlung. Und Saturn ist mehr für das Alter. Also das heißt, so würde ich das mal sagen, in deinen jüngeren Jahren hast du älter ausgeschaut, als du warst. Vielleicht sogar zu ernst. So warst du wahrgenommen. Da hat mehr die Saturn-Prinzip geherrscht, diese Ernsthaftigkeit. Und in späteren Jahren mehr die Merkur-Energie. Je älter du wurdest, umso jünger hast du ausgeschaut, weil Merkur ist auch da
Und das ist schon diese jugendliche Ausstrahlung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und zeigt auch ungewöhnliche Begegnungen, außergewöhnlichen Lebensumstellungen. Und Uranus ist hier im Zwillingen. Und wenn dir das bewusst ist, dass du einzigartig bist und außergewöhnlich bist, und das zeigt Uranus hier, dann bekommst du mehr Ansehen, mehr Anerkennung. Außerdem hier liegt auch die Berufung, eine außergewöhnliche Beruf. Astrologie gehört auch dazu, Uranus herrscht über Astrologie. Mal als Beispiel. Neptun zeigt unseren Träume und wenn wir unseren Träume leben, dann sind wir auch zufrieden mit unserem Leben. Wenn wir das nicht zulassen, wenn wir das nicht glauben, dann platzt ein Traum und dann fühlen wir uns enttäuscht. Und das ist bei Neptun-Energie möglich. Das hast du hier im Jungfrau, auch im ersten Lebensbereichen. Neptun ist auch der Planet der Künstler. Und diese künstlerische Begabung hast du. Und auch dieser gute Geschmack. Venus ist hier, Neptun ist auch hier. Und das kannst du verwirklichen. Sollst du auch lernen, das ist die Merkur-Energie, damit umgehen und lebt deine Kreativität. Die Sonne zeigt, das gehört zu deinem Selbst. Bringst das ins Licht, Sonne bringt das in die Öffentlichkeit, bringt das ins Licht und Saturn zeigt hier, bringt das im Vor, deine künstlerische Begabung. Pluto zeigt die innere Kraft und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, von alles verabschieden, loslassen, von alles trennen, die diese Kraft raubt. Immer konzentriert auf diesem inneren Kraft bleiben und das zeigt sich hier im Krebs. Und wenn du deine Wünsche lebst, dann hast du diese Orientierung und Pluto zeigt, wie wichtig das ist, weil das gibt dir die Kraft im Leben. Jetzt haben wir die beiden Mondknoten, Rahu und Ketu. Rahu befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und Ketu befindet sich im Jungfrau. Diese beiden Mondknoten bilden sich eine Drache. Eine Drache erscheint überall in Mythologie. Es gibt auch Standbild im Himmel, wo Drache heißt. Also ist nichts Ungewöhnliches. Und Drache symbolisiert bei unseren Gefühlen die Ängste. Und diese Geschichte von Drachentöter zeigt uns, wie wichtig das ist, einen Sieg zu haben über unsere Ängste. Astrologisch ist dieser Drache getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Da gibt es auch mythologische Geschichten. Aber jetzt möchte ich da nicht näher eingehen. Nur zum Wissen, dass dieser Drache ist getrennt. Die eine Teil heißt Ketu und das ist die Drachenkörper. Und das zeigt die Erinnerungen. All das, was wir früher erlebt haben, auch was wir in früheren Leben erlebt haben. Und diese Ketu, diese absteigende Mondknoten, hast du hier im Jungfrau. Da hast du karmische Erinnerungen. Und schau mal, wie viel Energie fließt da. In diesem Leben ist es so wichtig, deine Persönlichkeit im Ausdruck bringen. Auch wenn in die Kindheit diese Einschränkungen da waren und du dürftest nicht so sein, wie du sein wolltest. Du hast aber noch die Möglichkeiten, das zum Leben.
Und das ist deine Intelligenz, Merkur, vielleicht auch die Begabung zum Schreiben, dann die Venus-Energie, und das hat mit Kunst was zu tun, mit Kreativität was zu tun, und dazu Neptun, der Planet der Künstler, und Saturn zeigt, hier hast du so wichtigen karmischen Themen, bring das in Form, bring das in Gestalt, und da hast du sogar die Erinnerungen. Vielleicht war das immer da, wo du dachtest, da fehlt dir etwas, aber wusstest nicht was. Und es gibt eine aufsteigende Mondknoten, und das nennt man in indischen Astrologie Rahu, und das, was fehlt. Das, was abgeschnitten wurde, der Kopf, diese Drache. Und unsere Seele sucht das in diesem karmischen Weg. Man könnte sagen, die Seele fragt, wo ist denn dieser Kopf? Ich finde das nicht. Wo ist das denn? Und die Horoskop zeigt das auch. Und dieser Drachenkopf oder Rahu hast du hier in Fischen. Natürlich bedeutet das auch, du sollst in Partnerschaft leben. Das ist für dich auch wichtig. Da hast du die Ergänzung. Aber nicht nur das, sondern dieser Drachenkopf zeigt, wie verwirklichst du alles, deine Talente, deine Fähigkeiten? Nicht mit Jungfrau, nein, sondern mit die Tierkreis, Zeichnen, Fischen. Ich wiederhole das nochmal, das sind zwei Fischen. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel, die andere Richtung ist aber die Kreativität, ein Traum, ein Vision. Wenn du das vorstellen kannst, dass du großartige Künstlerin bist oder hast du die Begabung, etwas schreiben, und du kannst in Gestalt bringen, das kannst du in Form bringen, das kannst du sogar veröffentlichen. Hier ist die Sonne, zeigt veröffentlichen. In Gestalt Saturn, die Kreativität Venus und Neptun und die Handlungen Merkur. Alles ist da. Alles ist da, aber du brauchst diese Vorstellung und das auch Glauben, an deinen Traum glauben, das Vorstellen, daran glauben, das Vertrauen und dann loslassen und geschehen lassen. Natürlich musst du dafür etwas tun, aber dieses Urvertrauen, das Fluss des Lebens, das hilft, all deine Träume zu verwirklichen. Da lebst wirklich deine Kreativität, deine Persönlichkeit, und das spiegelt etwas. Weil das ist hier nicht nur die Partnerschaft, sondern auch die Verbindungen zum anderen. Natürlich erste Linie die Partnerschaft. Aber das bei Künstlern würde bedeuten, die Publikum, das spiegelt was. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes, und dazu gibt auch eine mythologische Geschichte. Chandra, der Mond, verliebte sich an Rohini. Rohini war jung, unschuldig, und symbolisierte die Morgenröte. Und der Mond machte einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater hat ihm gesagt, nun gut, du darfst doch meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch heiraten, zwar alle ihren Geschwister. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert andere Eigenschaften. Die Einflüsse kommen natürlich von Fixsternen. Aber das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes, und in indischen Astrologie gibt diese Mondhäuser. Dein Aszendent befindet sich im Jungfrau, und dieser Mondhaus heißt Hasta.
Übersetzt bedeutet das Handeln, Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Diesem Stern Vindemiatrix ist die Weinleserin. Das wurde bei Römer verehrt. Steht in eine enge Verbindung von Gott Dionysos, die Weingott. Und diese Weinleserin Vindemiatrix zeigt Lebensfreude, Fröhlichkeit. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Dein Sonne ist im Jungfrau, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Chitra und bedeutet Balancepunkt. Alles ausgleichen, aber auch die inneren Gleichgewicht ist sehr wichtig. Dieses Mondhaus wird von Spica bestrahlt. Das ist die Weizenähre der Jungfrau, war auch bei Römer verehrt. Das bedeutet, es trägt Früchte. Das kommt Ernte. Du musst nur das vertrauen. Mond befindet sich im Waage und dieser Mondhaus heißt Svati. Das bedeutet übersetzt Svah, selbst, Ati, Seele. Das kommt von Sanskrit. Also lebe dein Selbst, kümmere um deine Seele. Dieser Mondhaus wird von Kreuz des Südens bestrahlt und dieses Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar und hier befindet sich die Südpol. Und Südpol, sowie auch Nordpol, aber diesmal handelt es sich um das Südpol, dient zur Orientierung. Außerdem dieses Sternbild zeigt Spiritualität, religiösen Themen. Und da hast du dieses Gefühl dazu. Das wirkt auf dein Mondenergie und Mond symbolisiert diesem Gefühl. Und du brauchst Orientierung und das kann Spiritualität, eine religiöse Richtung sein. Mars befindet sich in Skorpion hier und dieser Mondhaus heißt Ishtar. Und das war die älteste Frau des Mondes. Und das heißt nicht, dass Ishtar jetzt eine alte Frau ist, aber die war die Älteste und sie hat Respekt bekommen, immer Ansehen bekommen und Respekt bekommen. Ishtar war eine sehr reife und weise Frau. Und das kann bedeuten, dass du einen Mann begegnest in dein Leben, der jünger ist als du. Und sie bewundert dich für diese Reife, diese Weisheit, stehst hier in Verbindung zum Ishtar. Könnte ich mir vorstellen. Merkur befindet sich im Jungfrau und dieser Mondhaus heißt Hashta, das habe ich schon erwähnt, Handlungen und wird von Vindemiatrix bestrahlt, die Weinleserin und das zeigt Lebensfreude. Jupiter befindet sich im Wassermann, hier. Und dieser Mondhaus heißt Tanishta und bedeutet Grenzgebiet. Und das heißt, du hast Wünsche, du hast Träume, du hast diese Vorstellungskraft, diese Ideen und du sollst diese Ideen umsetzen im Tat. Und dieses Grenzgebiet, du darfst dich nicht eingrenzen, sondern das zu leben. Man könnte sagen, Nomen est Omen. Nenn das mit Namen, welche Ideen, welche Vorstellungen hast du und verwirkliche das. Venus befindet sich im Jungfrau, auch im Mondhaus Hashta und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Das ist die Weinleserin. Saturn ist auch im Jungfrau, aber ein anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Uttara Palguna. Und das bedeutet Zeit zum Ernte. Alles, was du eingesät hast, das wirst du ernten. Das trägt Früchte. Uranus befindet sich im Zwillinge und dieser Mondhaus heißt Altra und das zeigt dir hier jugendliche Frische, auch Gedanken, Ideen. Das ist immer diese Erneuerungen, kommst immer wieder zu neuen Ideen.
Neptun befindet sich im Jungfrau. Dieser Mondhaus heißt Chitra, Balancepunkt, die inneren Gleichgewicht, und wird von Spica bestrahlt. Und Spica ist die Weizen-Ehre der Jungfrau. Und das trägt Früchte. Und bei Neptun hier deine Kunst, deine Kreativität, wenn du das umsetzt in Tat, dann trägt es auch Früchte. Pluto befindet sich im Krebs. Und dieser Mondhaus heißt Ashlesha. Und das bedeutet wie Schlange, diese Schlangenenergie. Das ist dieselbe, das ist dasselbe, was ich hier bei Skorpion erwähnt habe. Und hier bei Krebs handelt sich auch um Wasserelement, handelt sich um Gefühle. Das ist diese beiden Schlange. Die eine zieht die Energie unten, weil das sind die negativen Gefühle. Und davon befreien und übergehen auf die anderen System. Das ist die andere Schlangenenergie für positive Gefühle. Das ist Heilung. Das ist Heilung. Das ist Transformation. Und das ist Pluto, was dir hier zeigt, wie wichtig das ist. Und Pluto zeigt deine innere Kraft. Pluto zeigt die Macht in dein Leben. All deine Träume zu verwirklichen, weil hier sind die Träume, die Wünsche und die Hoffnungen. Rahu, das ist die Drachenkopf, befindet sich in Fischen und dieser Mondhaus heißt Uttarapadra und zeigt, reinigen die Gedanken, reinigen die Gefühle und geben und nehmen im Gleichgewicht halten. Positiv denken und angstfrei leben. Ketu hier, diese karmischen Knoten, was die Vergangenheit symbolisiert, bedeutet die Mondhaus Uttarapalguna und das zeigt die Zeit zum Ernte. Das ist jetzt die Zeit gekommen, all das, was du gesät hast, jetzt zum Ernten. Jetzt noch tibetische Astrologie. Und das zeigt hier in dieser Karte. Hier oben erscheint dieser Baum. Die Farbe müssen wir betrachten und das zeigt die Holzelement und Erdeelement. Das ist die Energie, was du nach außen ausstrahlst, so wie du wahrgenommen bist. Man könnte sagen, wie die Aszenden. Und das zeigt die Bodenständigkeit, die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und immer dieser langsame Wachstum und Geduld und Ausdauer. Diese Zahlen haben auch Bedeutung und das heißt, deine Chancen, deine Möglichkeiten wahrnehmen im Leben und dann wirklich deine inneren Kraft zeigen, das zu verinnerlichen und Schritte wagen. Nicht nur einschlafen lassen oder diese Chancen gar nicht wahrnehmen, sondern in Taten umsetzen. Und das beginnt bei dir, nicht warten, bis die anderen handeln oder die anderen ein Angebot geben, sondern dass du das im Angriff nimmst. Hier sind wir wieder wie bei Widerenergie, mutig zu sein, im Tat das Umsetzen. Dieses Bild, es ist zwar nicht so schön gezeichnet, aber ich schaue auf die Symbolen, zeigt ein Metalltiger, das steht in diesem Jahrgang, wo du geboren bist. Die Metall zeigt die reinigende Wirkung. Und auch diese Kleid und auch diese Teil unten, diese weiße Farbe, steht für Metallelement. Und das bedeutet Gerechtigkeitssinn. Eine gewisse kühle Haltung, aber auch bereinigende Gedanken oder hast eine bereinigende Wirkung. Oder wenn Spannung ist irgendwo, dann sorgst du dafür, dass da Ruhe eingeht, dass es alles geklärt ist, dass du das alles bereinigst. Die grüne Farbe zeigt die Erde-Element, natürlich die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur, ein bisschen Rot, das ist deine Begeisterung, dein Mut, deine Kraft,
was im Horoskop fehlt. Natürlich hast du hier die Feuerelement ganz klar, Schütze, Widder und Löwe, das fehlt nicht, aber du hast hier keinen Planet in diesem tibetischen Astrologie zeigt, du hast zum Feuerelement aber auch einen gewissen Bezug. Und dieses Bild, dieses Symbol zeigt, du bist sehr ehrgeizig, du strahlst Stärke aus, du willst auch deine Ziele erreichen und wenn Hindernisse gibt in dein Leben, dann bewältigst du das auch, du gehst nicht aus dem Weg, du kannst auch Probleme lösen, sollst du auch, dann geht es immer weiter, du bist großzügig. Die Zahlen haben auch Bedeutung, dein Glückszahl ist die Zahl 2 und das symbolisiert Verbindung zum anderen Menschen, symbolisiert auch Partnerschaft wie Zweisamkeit, symbolisiert aber auch die inneren Gleichgewicht. Hier kommt noch dazu die Luftelement, wie wichtig das ist, diese Leichtigkeit. Das wichtigste Thema in deinem Leben, das zeigt hier die Zahl 5 im Holzelement. Und das bedeutet, bevor du etwas Neues startest, beende erstmal, bring etwas zum Ende. Wenn das fertig ist, dann kannst du etwas Neues starten. Und das geht nicht schnell, also sei geduldig, eine langsame Wachstum. Aber bedeutet auch die Einflüsse von außen, wenn da Probleme, Hindernisse sind, dass du das auch bewältigen kannst. Dein Schicksalszahl ist die Zahl 8 und das bedeutet, du hast in deinem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Aber bereinige das, bereinige diese Erinnerungen, weil die sind auch natürlich auch Tränen dabei. Und wenn du das loslassen kannst, dann kommt das eine schöne Schwung. Das ist wie die Wellen. Dann kommt das zum inneren Harmonie. Liebe Laraina, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für deine Treue und auch für diesen Auftrag. Alles Gute, alles Liebe. Von Dendera.